So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, geht es mit den Weihnachtskarten weiter. Diesmal haben wir etwas Grünes dabei. Und das habe ich mir vorgestellt, dass wir Tannenbäume machen auf diesen wunderschönen Karten. Und das mit so ein bisschen 3D-Effekt. Also ich würde sagen, ich fange mal an. Und zunächst nehmen wir das eine Blatt. Und schneiden uns jetzt ungefähr so, Moment, ich muss einen guten Finger finden, so daumenbreit ein, man sieht nichts, so, da ist mein Daumen, daumenbreit so einen Streifen ab. Also ich nehme jetzt mal einen kleinen Stift, lege meinen Daumen hier so drauf und dann an der anderen Seite, da, so dick ist mein Daumen. Und diesen Streifen werde ich jetzt einmal schneiden. Ich konzentriere mich damit auch gerade, weil ich jetzt keine Linie gezogen habe. Aber falls ihr das gemacht habt, dann könnt ihr natürlich auch ein Lineal benutzen und dann ist das noch gerade. So, dann legen wir das einmal wieder hier drauf, den Streifen, den wir gerade geschnitten haben, legen wir jetzt einfach in seiner Breite nochmal drauf und machen den nächsten Strich. Und ich weiß schon, ich brauche davon, ich muss kurz überlegen, 6 Stück. Also mache ich, also ich habe ja schon einen, dann 2, 3, 4, ja, dann wird dicker, warum? 4, 5 und 6. Oh, 6 ist ein bisschen breit geworden, aber ich glaube, das ist nicht wichtig. Das werde ich hier einmal, wie eben, mit vollster Konzentration in die Länge machen. Der ist ein bisschen breiter geworden, habe ich das denn geschafft? Dann nochmal. Ich kann ja mal erklären, was ich damit vorhabe. Ich habe damit vor, ich möchte so einen, durch den 3D-Effekt, werde ich gleich einen Tannenbaum ausschneiden. Und daraus eine Hexenbrücke, heißt das Hexentreppe, basteln, damit das so ein bisschen dicker ist. Damit dieser Weihnachtsbaum nicht direkt auf dem Papier klebt, sondern ein bisschen erhöht ist, um diesen 3D-Effekt zu schaffen. Genau, das ist mein Plan. Und das werde ich versuchen. Ich habe nur die Idee gehabt, weil selbst habe ich noch nicht ausprobiert. Also sei hier live dabei, ob es klappt oder nicht. Und dann einfach herauszufinden, wie es vielleicht besser klappen würde. Es ist Lernen angesagt. Oder Experimentieren, das ist, glaube ich, ein besseres Wort. So, dann nehme ich jetzt einfach diesen grünen Stift hier, um den Tannenbaum zu zeichnen. Falls ich brauche doch nochmal die Größe hier, wie groß kann der ungefähr werden. So, ich lege das jetzt einfach nochmal hier mit Abstand hin. Man sieht wieder nichts. Ich muss einfach weiter nach hier rutschen. Das ist vielleicht für mich auch natürlicher. So. Falls ihr den Tannenbaum nicht einfach so ausschneiden wollt, sondern lieber eine Vorlage nehmen wollt, dann könnt ihr die natürlich auch aus dem Internet ausdrucken. Oder jemanden fragen, der das vielleicht der das malen kann für euch. Aber ich würde jetzt einfach versuchen, so einen Tannenbaum zu zeichnen. Der ist ein bisschen schief. Aber ich schneide ihn ja eh noch aus, also kann ich das einfach machen. So, dann einmal. Oh. Ah. So, den Müll vermeiden. So, dann einmal versuchen, gerade zu schneiden. Ist das gerade? Ja, genug. Dann einmal nach innen, dann noch, obwohl das ist nicht so schlau, dann einmal seitwärts, nur unsere erste Ecke, dann wieder nach oben, dann wieder seitwärts, zweite Ecke, das sieht langsam aus, langsam sieht es aus wie ein Baum und einfach, wie schön. Dann haben wir jetzt hier die eine, wenn ich die Schere mal, wenn ich dieses Papier aufheben könnte. So, dann haben wir schon den einen Tannenbaum. Und dann gehen wir jetzt einfach in die andere Richtung. Also jetzt geht es einmal nach unten. Kann man einmal so durch. Dann wieder zur Seite. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal die Seitwärtsschnitte und dann kommt man hier unten zur Seite. Und jetzt kann ich von unten in die Ecke. So. Und jetzt das letzte Stück. Dann haben wir ihn schon, unseren Tannenbaum. Und Schuss. Da ist er. Da ist er. Zeig mal ungefähr die Größe.
Ja, das ist eine gute Größe. Das ist eine schöne. Oh, er ist ein bisschen schief. Kriege ich ihn noch gerade? Wer weiß, ich versuche es mal. So. Ich glaube, jetzt ist er ein bisschen gerade. Ja, er ist noch schief, aber es gibt auch nicht immer gerade Tannenbäume. Deswegen benutzen wir ihn jetzt trotzdem als Vorlage für die anderen. Weil wir brauchen ja, ich habe drei Karten, also brauche ich noch drei davon. Also dreimal noch ausschneiden. Das ist immer so mit der Part, den ich am wenigsten mag. So das Malen, okay. Das Basteln und Kleben, okay. Habe ich Kleber mitgenommen? Nein. Okay. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. So, nach oben. Dann nochmal. Das mache ich jetzt einmal noch. Und jetzt noch einmal. Dann habe ich den Putzmesser ab. Ich bin hier nämlich allein im Raum. Kann ich hier nochmal so quer nehmen? Ja, das machen wir jetzt. So. Ach so, aber ich habe auch einfach aufgehört zu reden. Also das mit dem Kleben finde ich nicht schlimm. Und das Malen finde ich nicht schlimm, aber das Schneiden, das ist einfach nicht meins. Das ist nicht meins. Jetzt muss ich das auch noch mal ein drittes Mal ausschneiden, weil ich gerade übelst auf die Vorlage gemalt habe. Und das kann ich jetzt nicht mehr verwenden. Schade. Ich fange. Höchste Konzentration ist hier gerade auf meiner Seite. So, und dann nach oben und jetzt einmal nach unten. Bin ich fertig? Du kannst weg. So. Und jetzt schneide ich den Spaß dreimal aus. So, Nummer 1. Ach, ja, das ist natürlich richtig schwach in mir. Ich habe es gesehen. So, ein Zacken ist weg. Zwei Zacken. Der dritte Zacken. So, dann nochmal. So, Tandem 1. Null wieder weg. Gott, okay. Kurz mein Ende am einfach nicht fokussieren werde ich. So. Der hier. Runter. Eins und runter. So. Dann wollen wir mal zwei. Jetzt kommt der letzte. Eins. Ja, nicht irgendwie kaputt machen und einreißen. Was war das denn? Sitzt ja sitze in einem Raum und höre auf einmal ein Geräusch. Auch nicht gut. So. Ich wollte gerade sagen, zur Halloween-Zeit, aber das ist ein bisschen zu spät. Bin ich so eins, warte, zu spät. So, jetzt haben wir unsere drei Tannenbäume. Die haben jetzt mal hier oben. Und jetzt versuchen wir uns an der Hexentreppe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber dafür nehmen wir jetzt zwei Streifen. Dann legen wir die so quer aufeinander. So. Und dann falten wir einen rüber. Also in die eine Richtung. Versuchen das ein bisschen gerade zu machen. Ist jetzt gut, falls ihr das mit Lineal gemacht habt, weil dann habt ihr die extremst gerade. Dann, wenn ihr das einmal hier übergeknickt habt,
Dann nehmt ihr das andere und klebt es hier über. Dann habt ihr es hier jetzt und dann nehmt ihr wieder den anderen Streifen und klebt es in die Richtung. Und dann gleich hier vorne. Und das macht ihr jetzt einfach so lange, bis ihr alle aufgelöst habt. Und ich gucke gerade auf den Kleber an. Wir haben Kleber. Okay, Kleber. Ich habe meinen Kleber vergessen. Das ist auch gar nicht schlimm, weil ich erkläre euch das einfach, wie man das mit Kleber macht. Und dann klebe ich das gleich, wenn ich raus will. So, jetzt habt ihr diese Treppe. Gut ist, wenn ihr dann das jetzt nochmal festklebt, also einmal diesen Streifen und einmal den, was jetzt übrig geblieben ist, dass ihr das einmal festklebt. Und jetzt habt ihr einen kleinen Fuß, eine kleine Treppe. Dann diesen Teil klebt ihr jetzt nochmal, also der gerade überhängt, da macht ihr jetzt gleich nochmal ein bisschen Kleber dran und klebt es einmal zu, damit das hier schön fest ist. Und wenn ihr das dann also alles an der Treppe geklebt habt, nehmt ihr eure Karte. Wo sieht man es am besten? Nehmt ihr eure Karte und macht hier nochmal ein bisschen Kleber drauf und klebt es einmal drauf, damit es dann ungefähr so mittig steht. Und man sieht, man hat schon mal einen 3D-Effekt, das freut mich. Und dann nehmt ihr, könnt ihr da nochmal Kleber drauf machen und euren Tannenbaum draufkleben. So, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich den Kleber. Aber wie ihr seht, wir haben einen 3D-Effekt. Falls ihr das irgendwie im Briefumschlag packen wollt, könnt ihr es platt drücken. Aber er kommt immer wieder hoch und dann haben wir eine 3D-Karte. Ich bin so glücklich. Also es hat geklappt. Die Idee, die ich mir vorgestellt habe, sie hat geklappt. Ich werde jetzt einfach nochmal das provisorische mal machen. Also wir machen wieder eine Hexentreppe. Wir haben unseren Zerschreiber. Packen den einmal so quer drauf. Dann nehmen wir das Teil und legen das nach vorne. Um sich ein bisschen gerade zu ziehen. Und dann nehmen wir den Streifen, kleben den nach vorne. Das machen wir jetzt, bis wir alles aufgebraucht haben. Und dann fliegen wir zum Schluss den Anfang und das Ende nochmal zusammen. Damit wir das weiterverwenden können. So. Ja. Ja. Jetzt muss man auch so wunderschöne Geräusche machen. Und dann haben wir hier wieder den und den Überschuss. Den kleben wir einfach auch wieder drauf. Kleben hier den Popo wieder auf unsere Karte. Haben den kleinen Sprungeffekt. Und dann machen wir hier Kleber drauf und kleben unseren Weihnachtsbaum drauf. Dann machen wir jetzt die letzte. So, nochmal. Machen wieder eine Treppe wieder drauf. Dann, oh Gott, komm nicht klar. So, jetzt einmal dahin kriegen. Und am besten gerade knicken. Das wäre auch noch richtig schön. So, und dann wieder hier drüber und da drüber. Und wie Haare flechten. Wer lange Haare hat, kennt es vielleicht. Dann geht es auf einmal ganz schnell, wenn man den Hang raus hat. Man merkt, es nähert sich dem Freitag. Also während ich hier das drehe, es nähert sich dem Freitag. So, jetzt wieder Kleber auf den Popo, Popo in die Mitte, Kleber auf den Kopf und Tannenbaum drauf. Entschuldigung. Genau, dann wäre es von vorne, ich kann es ja mal von vorne zeigen, ich tue mal so, als wenn ich es aufklebe. So, dann wäre es einmal von vorne und dann, wenn man es so seitwärts sieht, springt es hoch. Also hat man diesen 3D-Effekt. Ich freue mich sehr. Ich habe meine Weihnachtskarten, also ich kann sie ja neu hinlegen. Sie sind nicht geklebt, es tut mir auch total leid, dass sie nicht geklebt sind. Aber ich glaube, ich habe Tesafilm gerade gefunden. Versuche ich das jetzt? Nee, also ich glaube, es wäre schon gut, wenn man es mit so einem Klebestift macht. Ich glaube, mit Tesafilm würde es auch klappen. Ich glaube, wie gesagt, mit Klebestift wäre das besser. Deswegen werde ich das jetzt auch gleich mal tun. Falls ihr diese Idee ausprobiert und den 3D-Tannenbaum macht, den 3D-Tannenbaum macht, dann schickt uns gerne ein Foto. Ich nehme den Stück einmal weg. Schickt uns gerne ein Foto auf Instagram unter dem gleichen Namen wie in dem Channel hier. Und nochmal so als kleine Anregung: Das, was wir gerade gemacht haben, kann man ja auch mit einem machen. Also, wenn man anstatt einen Tannenbaum einen Weihnachtsmann bastelt oder eine Schneeflocke, dann kann man das halt mit einem Muster machen. Also, es ist nicht nur auf den Tannenbaum beschrieben. Ich habe mich dafür jetzt nur entschieden. Aber ihr könnt dann natürlich nutzen und machen, was ihr wollt, euch kreativ ausleben und Spaß dabei haben, richtig?
Genau, dann wäre es das auch schon wieder von unserem heutigen Video. Ich stelle hier nochmal so schön hin. Kann man mal so ein richtig schönes Abschlussbild haben. Von dem heutigen Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Idee. Ich hoffe, falls ihr das macht und es irgendwem schenkt, dass die sich freuen. Und ich wünsche euch natürlich auch noch frohe Weihnachten, viele Geschenke, eine schöne Zeit und schön frei, falls ihr jetzt Ferien habt oder Urlaub. Und wünsche euch einfach viel Spaß. Genau, dann. Ja, tschüss. Ich habe ja schon alles gewünscht. Dann noch einen schönen Tag. Tschüss.